Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars The Old Republic. Wir sind hier... Oh, was ist das denn? Kostenlose... Du nimmst einen Kosten... Coole Sache. Na schön, wir sind hier angekommen bei Star Wars The Old Republic und sind auf dieser Party hier von der guten Valen. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Wir haben beim letzten Mal die ganzen Sachen vorbereitet. Nun kommt es zur großen Rede von ihr und wir begeben uns in den großen Saal, um sie anzuhören. Mal schauen, was jetzt kommt. Eigentlich müsste er jetzt die Falle zuschnappen von uns, denn die ganzen Sklaven, die sie hat, die hat sie mit von uns manipulierten Halsbändern jetzt ausgestattet, die so nicht funktionieren. Und von daher hat sie gar keine Macht über die. Ah, wir gehen ganz normal rein, nicht mehr undercover. Heute feiern wir die Stärke des ewigen Imperiums und sehen zu, wie unsere Feinde leiden. Die Rebellen, die auf Isaac spucken. Und der Wurm, der mich verraten hat. Oh oh. Sie verdienen es, ewige Qualen zu erleiden. Und niemand, nicht einmal der Fremdling, kann sie retten. Das war fast schon zu einfach. Da irrt ihr euch. Ihr seid erbärmlich. Na, ich gebe mal ein bisschen an, ne? Das war schon fast zu einfach. Ihr müsst wirklich mal eure Sicherheitsmaßnahmen verbessern. Ah, jetzt fallen sie zum Rancor rein. Zumindest glaube ich das. Ihr habt also Indus Fäden in der Hand. Oder ist es Vater, der euch beide kontrolliert? Ihr seid die Einzige, die unter Valkorions Bann steht. Kennt die Öffentlichkeit eigentlich die Geschichte eurer Konditionierung? Verneige dich vor dem Drachen von Sakul. Jetzt schlägt Sakul zurück. Bereit für die Großaufnahme? Euer Imperium gehört mir. Bereit für die Großaufnahme, komm. Bitte schön für die Kameras lächeln. Dumm gelaufen, ne? Für Sakul! Ihr könnt nicht gewinnen, Fremdling. Letzte Chance aufzugeben. Sakul, folgt mir. Ihr seid so gut wie tot. Na klar, das ist doch so eine Antwort, die ich hier geben würde. Wenn ich euren Thron besteige, lasse ich euch ausstopfen und zur Fußstütze umarbeiten. Nette Idee. Ich werde daran denken, wenn ich euch vernichtet habe. Dann komm mal her, Valen. Interessant, dass es jetzt direkt so zur Konfrontation kommt. Ja, doch, doch. Hätte ich nicht gedacht. Wow. Commander, pass auf. Oh oh. Was soll das denn werden? Arkan. Schnappt euch meine Schwester. Von 0 auf 100. Ja, aber echt, ey. Auf einmal ist hier die Hölle los. Gute Neuigkeiten. Wir haben Arkan gefunden. Er will sein Imperium zurück. Das kommt aber jetzt ungelegen. Gut, ich vernichte beide. Na, ich sag jetzt schon mal, das Glück kommt ungelegen. Ich muss ihm mal sagen, dass er ein schreckliches Timing hat. Dann sollten wir besser los. Jetzt werden wir doch endlich mal einen wenigstens von beiden erledigen können, ey. Runter da? Oh nein, ich weiß doch, wer da unten ist. Ich kann es mir doch schon vorstellen, was jetzt kommt. Wir haben jetzt erstmal die wilden Bestien. Jawohl. Besiege die Gruben.
Bestien. Indozahl muss überleben. Du musst überleben. Ja gut, dass ich überleben muss, das dürfte mir klar sein. Oh, das ist ja hier... Wir müssen erstmal hier die Leute retten. Ich habe ja immer noch meinen Heiler hier zum Glück dabei. Guck mal, das Symbol wird unten falsch angezeigt von ihm. Das ist jetzt immer noch so ein Ritter von Sakul-Zeichen, obwohl es natürlich der Theron ist. Oh, wir haben hier so einen richtig fetten neben uns. Wo ist denn der Indo? Da hinten, okay. Ich schätze mal, die greifen jetzt hier wirklich alle nacheinander an. Das ist so wie gesehen als Schutzschild zählt schon fast. Versuche einfach mal alle zu retten, ne? Die haben mir ja nichts getan, die sind auf meiner Seite. Vielleicht bringt das ja auch was, wenn man die erst wegmacht. Oh, dieser Dicke, der haut mich hier die ganze Zeit. Aua. Der Rebell da ist fast besiegt leider schon. Die helfen mir aber auch nicht, ne? Die haben keine Waffen. Hatte der Indosal nicht irgendwelche Waffen da? Der hatte doch so eine Kanone da aufgehoben, der olle Sack. Oh, jetzt raged er aber. Nur her, du. Weg mit dir. Oh, das war vielleicht nicht so schlau. Und wieder dieser doofe Sprung. Aber jetzt hauen wir ihn weg, Mann. Nimm Blaster! Na gut, ich glaube, wir konnten alle retten. Oh, verdammter Mist. Da ist der Rancor. Da ist der Rancor. Greif nicht mich an, Rancor. Guter Rancor. Alter, ist das Ding fett. Scheiße. Ach du Scheiße. Was macht er denn jetzt? Na gut, der greift irgendwen anders an. Hauptsache nicht mich. Hat er den gegessen? Aua. Der isst einfach die Leute auf. Der hat, glaube ich, noch einen gegessen. Okay, wir haben ihn schon zur Hälfte kaputt. Solange er die Leute isst und nicht angreift, ist alles super. Da hat er wieder eingemampft. Der isst die einfach auf. Okay, er darf auf jeden Fall nicht den Indo essen und auch nicht Snack finden, heißt es auch. Ich glaube, wer da am nächsten dran ist, der hat Pech gehabt. Oh, jetzt ist es knapp langsam. Als nächstes muss der mich, den Indo oder den essen. Alter Schwede. Rang 70, coole Sache. Der isst einfach die Leute auf, ich fasse es nicht. Ja. Ja. Valen ist nicht gut gelaunt. Flieht von ihrer eigenen Party, kein gutes Zeichen. Wow. So ein Monstrum, hä? Der ist auch überrascht. Also, das war heute ein bisschen zu viel Trubel für meinen Geschmack. Ich schätze, das haben wir Arkans großem Auftritt zu verdanken. Er ist eine Gefahr für die Leute. Valen ist wichtiger. Das ist eure Schuld. Er ist eine Gefahr. Er wird alles tun, um zu Valen zu kommen. Wir können nicht zulassen, dass dabei Unschuldige zu Schaden kommen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, welche Zerstörung die beiden anrichten werden. Alter, das Ding, ne? Ah. Interessant. Und Arkan hat sie gefunden. Schwester. Du wolltest den Thron nie. Gib ihn mir zurück. Dann vernichten wir den Fremdling und Vater gemeinsam. Vater hat diese Krankheit in mein Hirn gepflanzt. Wusstest du davon? Er hat seine Geheimnisse nie mit mir geteilt. Lügner! Und das wird alles gefilmt von den Robotern. Von ein paar Prellungen mal abgesehen, sind die Rebellen bereit zum Kampf. Wie lauten eure Befehle? Ihr seid mein Kanonenfutter, oder? Sorgt dafür, dass alle sicher sind. Also die Antwort, ihr seid mein Kanonenfutter, finde ich jetzt zwar nicht so dolle, aber ich will halt die böse Entscheidung haben. Also nehmen wir hier ruhig das Böse. Greift die Ritter an und beschäftigt sie. Um jeden Preis. Wer überlebt, hat sich einen Platz in der Allianz verdient. Wie beruhigend. Wir werden die Ritter mit unserer Überzeugungskraft überrumpeln.
Gute Antwort. Ihr habt den Fremdling gehört. Für Zakul! Wir haben Velen und Arkan gefunden. Begebt euch zum Himmelsdeck. Auf geht's. Abgeschlossen, abgeschlossen. Ja, super. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? So, wir haben ein Level abbekommen. Ich glaube, da kann man jetzt irgendwas hier... Wo ist denn das? Ach ja, immer diese Sachen hier. Inventar, Gefechtsvermächtnis, Fertigkeiten, Gefechtsgeschicke. Galaktisches Kommando, Kommandokisten, Aufstände. Also irgendwie ganz viel neues Zeug. Ich gucke mir das auf jeden Fall mal an, wenn ich hier irgendwie Zeit habe. Naja, komm. Schließen. Aber jetzt ist es erstmal... Sag mal, warum wird mir das denn immer wieder angezeigt? Ja, komm. Kann ich das auch wegschieben gerade für den Moment? Das stört wirklich. Das stört wirklich, aber gut. Wo sollen wir denn hin? Finde Velen. Einfach hier raus. Da ist eine Konsole. Damit kommen wir wahrscheinlich raus. Viel Spaß bei der Show. Ach, da geht's raus. Okay. Kann ich hier reiten? Nein, aber ich kann natürlich mein Jetpack nutzen. Ach, hier geht's hoch, oder was? Ach du Scheiße, muss man da jetzt ernsthaft so ein Jump'n'Run-Zeug machen hier? Bin ich jetzt hier nicht so der Freund, aber das klappt ganz gut. Hep. Deswegen war das hier auch so angebaut hier von wegen. Ich habe mich schon gewundert, warum das alles so merkwürdig aussieht. Aber so klappt es ja ganz gut. Oh, hier ist Action. Kommt nur her, ihr. Ich hatte schon lange keinen guten Kampf mehr. Abgesehen jetzt von eben gerade. Loyaler Gefolgsmann. Der wird auch drauf gehen, auch wenn er sein krasses Lichtschwert hat. Ich finde es natürlich cool, dass die alle gelbe Lichtschwerter haben. Das ist wahrscheinlich den meisten ja sowieso schon aufgefallen, aber... Macht schon was her, ne? Gelb ist ja sowieso eine Farbe, die nicht so häufig benutzt wird bei Lichtschwertern. Von daher gefällt mir das so, das habe ich da an meinem Rücken dran. Boah, was ist denn hier los? Realisten Störenfried. Sind das jetzt die von Arkan und die kämpfen gegen die von... Ich glaube, ne? Die kämpfen gegen die Valen-Typen. Ich glaube, irgendwie so ist es. Aber jetzt muss ich hier alle gegen mich. Von daher muss ich alle ausschalten. Kommt nur her hier. Ist auch cool, wie sich das jetzt hier gerade alles verändert hat, ne? Von so komplett Feierlichkeiten zu sowas hier. Da muss ich hin, oder? Oder hier? Könnte auf beiden Ebenen sein. Ich glaube, hier hätte ich gar nicht reingemusst. Kann das sein? Ich guck mal. Hier konnte man doch durch, ne? Zack. Und hier gab es dann irgendwo einen Weg nach draußen, meine ich. Also irgendwie ging das. Ach, das ist ja auch alles hier so ein bisschen undurchsichtig für mich. Der Weg hier, der ist versperrt. Der Weg ist versperrt. Ich weiß leider nicht, wie das Zitat weitergeht. Ich wollte jetzt eigentlich gerade den guten Gandalf zitieren, wo ein Moria dieses Buch vorliest, aber ich krieg's nicht hin, ganz offensichtlich. Oh, das war jetzt eine Überraschung. Sinnige Bestie. Muss auf jeden Fall aufpassen, naja, kann die einen runterkicken hier. Ich stelle mich mal lieber so zur Wand hin, dass ich hier nach hinten fliege. Ah, der greift eh den Theron die ganze Zeit an. Komm, ja, das soll er mal machen. Der Theron hält das schon ab hier. Der hat genug. Der kennt sich aus mit so grimmigen Bestien. Das Ding hält aber auch echt viel aus. Machen wir mal ein paar Cooldowns raus hier. So, und das nochmal. Und jetzt nochmal ein Thermal-Detonator hinten drauf. Pam, pam, pam. Und weg mit dem Viech. Sehr schön. Das war trotzdem so ein Eindruck. Hier müssen wir gar nicht hin. Frage ist nur, warum kann ich dann hier überhaupt hin? Da lang muss ich vielleicht? Also alles, was blau leuchtet, ist ja im Normalfall immer so... benutzt das mal hier. So ein bisschen Indikator von wegen... Hey, das kann man benutzen. Guck dir das mal an. Und daher... Ich kämpfe mich hier einfach mal weiter durch, so. Hang! Du auch, Loyalist. Komm ich jetzt hier endlich durch?
Da muss man doch irgendwie auch die Tür aufkriegen können. Das muss irgendwo gehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Maschinenraum. Gucken wir mal, da sind noch ein paar Gegner. Kommt nur alle her. Na, jetzt gehen die alle auf Teron. Warum auch immer. Ich wollte eigentlich, dass die alle auf mich gehen. Na, schießen wir erstmal den ab. Immer erst die Kleinen abschießen und den Großen mache ich dann am Ende. Komm, den Stärkeren hier. Du hättest dich niemals mit mir anlegen sollen, Kollege. So, hier kann man immer noch irgendwas machen. Das habe ich vorhin aber schon. Oben Wartungszugangstür wird entriegelt. Keine Ahnung, habe ich meine auch schon mal gedrückt. Von daher, keine Ahnung genau, was das macht. Also diese Geräusche bei Star Wars sind auch immer so bombisch. So bombastisch. Heute verspreche ich mich ja auch häufig, ne? Habe ich jetzt gerade einfach nur eine Runde gemacht? Kann das sein? Umgucken. So her hier. Muss unbedingt mal wieder meine Farben wechseln, ne? Also von den Blasterschüssen. Ich weiß, das sieht zwar ganz cool aus, zumindest für mich, finde ich. Kann ja auch sein, dass ihr einen anderen Geschmack habt. Aber ich ändere das immer ganz gerne mal wieder. Auch so meine Ausrüstung allgemein. Ich meine, zwar schwarz ist irgendwie immer schlicht und gut. Was ich jetzt gerade so anhabe, ist ja relativ schwarz-grau. Aber man kann ja auch immer mal schön wieder durchwechseln. So, das hier klicken wir einfach mal weg. Ich habe sowieso immer noch keine Ahnung, was das genau aussagt. Nun schauen wir mal hier hoch. Ich glaube, ich bin doch ganz richtig unterwegs. Das sind Druidika. Naja, nicht ganz. Aber so ein Verschnitt, ne? Kampfdruide. Es kommen hier aber auch schon echt die Elite-Gegner gerade. Man merkt schon, dass das von dem Schwierigkeitsgrad ein bisschen angehoben wird hier. Zumindest von den Gegnern, die man hier so trifft. Aber das war's auch mit dem Kerl, oder? Ja. Solange mich Teron immer schön am Leben hält. Oh, hier ist noch mehr. Da ist ein Captain. Jetzt bin ich hier in dieser Captain's Lounge. Ah. Muss ich mich hier nochmal fast durch alles durchkämpfen, so gefühlt irgendwie. Nur her, du. Mach dich fertig. Brauch mal einen Cap. Aber so viel habe ich nicht ausgehalten wie der. Ey, wow. Kommandopunkte? Ich kriege ja andauernd Kommandopunkte. Ich habe anscheinend... Kommandopunkte. Aha, ich kann jetzt anscheinend irgendwie mit dem Kommando-Level aufsteigen. Wie gesagt, ich muss mir das erst nochmal alles durchgucken und durchlesen. Denn so weiß ich das jetzt nicht. Und jetzt hier so on-screen... brauche ich, glaube ich, nicht irgendwelche Sachen durchlesen. Das wäre ja Quatsch. Gucke ich mir dann mal offscreen an. Während der nächsten Folge, also bis zur nächsten Folge, gucke ich mir das mal an, was man da so machen kann jetzt, was da so neu ist oder so. Dann werde ich es herausgefunden haben. Oh mein Gott, ist hier viel los. Was ist das denn für ein riesiger Massenangriff hier? Ich brauche auf jeden Fall mal alles drauf und rein, was ich so habe. Ich bin mit allen Blastern draufhämmern. Jetzt greifen sie alle mich an langsam. Boah, stellt euch mal vor, ich hätte hier keinen Heiler, ne? Ich gehe jetzt schon viel Schaden. Teron hat schon Schwierigkeiten, mich hier am Leben zu halten, so wie es ausschaut. Oh, der Teron ist auch stark unter Beschuss da hinten. Wahrscheinlich deswegen. So, Cooldown an und auf geht's. Hier ist auf jeden Fall noch einer der Captains, aber ich glaube, die gehen relativ zeitgleich down, hä? Ne, der Captain ist noch am Leben. Jetzt bin ich total überhitzt gerade, man sitzt an meiner Leiste. Bin ich außerhalb des Kampfes? Ne, leider nicht. Ich muss hier noch weiter angreifen, die letzten Gegner auch noch besiegen. So, dann setzen wir mal meine Dots drauf. Schießen den noch ab. Gehen jetzt mal gerade hier hoch schon mal zu denen. Die wollen wir auch. Kann man den da runterschießen? Haha. Lustig. Ey, stirb. So, das war's aber mit dem Raum, hä? Jawohl. Erstmal auf- und nachladen. Jetzt bin ich ja hier endlich beim Foyer und hier ist die Tür zu. Das gibt's doch gar nicht. Wie komme ich denn hier raus jetzt? Ist hier keine... Schalter.
Vielleicht können die ja was machen, die da oben stehen. Hab sonst keine Ahnung, wie ich hier rauskomme und wie ich hier weiterkomme. Hallo. Wie aufregend. Die Kaiserin weiß wirklich, wie man feiert. Ich weiß gar nicht, wie sie das im nächsten Jahr noch übertreffen will. Die peilen die den Ernst der Lage auch nicht wirklich. Man muss doch hier irgendwo irgendwie was ausschalten können oder so. Da geht's auf jeden Fall noch rein. Aber ob das so gewollt ist? Balkongarten, vielleicht soll ich auch dahin gelangen. Wäre ja auch möglich, ha? Schauen wir mal. Aber wir sind auch schon fast da. Gut, ich würde sagen, an der Stelle hier setzen wir einfach mal einen Cut. Gucken beim nächsten Mal bei dieser Stelle weiter, wie es dann weitergeht. Und vielleicht können wir ja Arkan oder auch Vaylin besiegen. Oder sie fliehen wieder. Wir werden es herausfinden. Auf jeden Fall im nächsten Part. Bis dahin sage ich ciao, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann.